Ein Begriff geistert seit Jahren durch alle Medien, anscheinend das Allheilmittel für alles: Digitalisierung. Bevor wir uns damit beschäftigen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, sehen wir uns zunächst mal an, wie die Welt funktioniert und was vor der digitalen Technik war, am Beispiel der Schallübertragung. Im Gegensatz zu den elektromagnetischen Funkwellen, die sich auch durch das Vakuum bewegen können, benötigt Schall immer ein Medium zur Ausbreitung, denn die Übertragung erfolgt durch schwingende Teilchen. Während ich spreche, versetzen meine Stimmbänder die umgebende Luft in Schwingungen. Das gleiche geschieht zum Beispiel beim Anschlagen eines Glases. Es entstehen kleine Luftdruckunterschiede, die dann auf mein Trommelfell treffen. So kann ich diese Schwingungen hören. Mit der Entfernung nimmt die Schallintensität schnell ab. Und mit rund 340 Metern pro Sekunde ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Luft auch recht bescheiden. Das änderte sich mit der Erfindung des Telefons. Jetzt konnten auf elektrischem Wege mit Lichtgeschwindigkeit Informationen über wesentlich größere Entfernungen übertragen werden. Über ein Mikrofon werden die Druckwellen in eine identische elektrische Schwingung umgewandelt. Am Empfänger wandelt ein Kopfhörer oder Lautsprecher diese Schwingungen wieder in Schall um. Die Digitaltechnik kennt keine kontinuierlichen Kurvenverläufe. Sie unterscheidet nur zwei Zustände. Ein digitales Signal besteht also aus einer Folge von Impulsen. Die Umwandlung unseres Signals erfolgt in einem Analog-Digital-Wandler. Dieser tastet die Originalkurve in gleichmäßigen Abständen ab und wandelt die gemessene Spannung in einen Zahlenwert um. Allerdings nicht in eine für uns gewohnte Dezimalzahl, sondern in eine Binärzahl, die nur zwei verschiedene Ziffern kennt, 0 und 1. Wir übermitteln also gar nicht das eigentliche Signal, sondern nur eine Folge von Zahlen. Auf der Empfängerseite müssen die Impulse wieder in das Ursprungssignal zurückverwandelt werden, denn meine Ohren verstehen keinen Binärcode. Ein Digital-Analog-Wandler setzt die empfangenen Zahlen in entsprechende Spannungswerte um. Es entsteht ein eher treppenförmiger Signalverlauf, aus dem man die Originalkurve nur erahnen kann. Die Qualität lässt sich verbessern, wenn das Signal in kürzeren Abständen abgetastet und wieder aufgebaut wird. Das bedeutet, es müssen in der gleichen Zeit mehr Daten übertragen werden. Es gibt aber noch eine zweite Dimension. In unserem Beispiel haben wir die Spannungswerte in achtstellige Binärzahlen umgewandelt. Mit 8 Bit lassen sich nur die Zahlen von 0 bis 255 darstellen. Wir können auf der U-Achse also nur 256 verschiedene Stufen unterscheiden. Um auch in dieser Richtung eine feinere Unterteilung zu bekommen, müssen wir größere Zahlen benutzen. Mit 16 Bit hätten wir schon 65.536 Stufen. Aber egal wie klein diese Stufen werden, so bekommen wir trotzdem nur eine Annäherung an das Original. Nachgeschaltete Rekonstruktionsfilter versuchen daraus, das Originalsignal bestmöglich wiederherzustellen. Außerdem ist es wichtig, dass die Umwandlung am Sender und Empfänger im gleichen Takt erfolgt. Läuft der Digital-Analog-Wandler zu schnell, wird die Kurve gestaucht und die Tonlage geht nach oben. Läuft der DA-Wandler zu langsam, wird die Kurve gestreckt und alle Töne klingen tiefer. Der Punkt für Originaltreue geht damit klar an die analoge Technik. Auch Bilder lassen sich digitalisieren. Dazu legt man ein Raster über das Bild und teilt es in einzelne Bildpunkte auf. Für jeden Bildpunkt wird ein durchschnittlicher Helligkeits- bzw. Farbwert ermittelt und wieder als Binärzahl gespeichert. Besonders an schrägen und runden Kanten, die nicht ganz in das Raster passen, entstehen treppenförmige Verläufe, sogenannte Artefakte. Eine bessere Darstellung wird erreicht, wenn wir unser Raster feiner machen und so die Anzahl der Bildpunkte erhöhen. Die Qualität eines Digitalbildes hängt also zum einen von der Bildauflösung ab, das heißt der Zahl der Bildpunkte in waagerechter und senkrechter Richtung. Hier ist zu sehen, wie sich unterschiedliche Auflösungen an einem realen Bild auswirken. Für die Bildqualität entscheidend ist aber auch, wie genau die verschiedenen Farbwerte voneinander unterschieden werden können. Speichern wir jeden Bildpunkt als eine 8-Bit-Zahl, sind wieder nur 256 verschiedene Werte möglich. Die ersten Farbgrafikkarten bei Computern kannten sogar nur 16 Farben. Ab einer Farbtiefe von 24 Bit, das sind rund 16,7 Millionen Farben, spricht man von True Color, also Echtfarben,
weil zwei benachbarte Farbwerte mit bloßem Auge nicht mehr zu unterscheiden sind. Im professionellen Bereich sind heute durchaus noch höhere Farbtiefen üblich. Die Digitaltechnik steht allgemein für hohe Qualität. Wir haben aber gerade gelernt, dass bei der Digitalisierung fließende Übergänge verloren gehen und das Ergebnis nur annähernd das Original wiedergibt. Wie geht das zusammen? Die Vorteile der Digitaltechnik liegen bei der Übertragung und Speicherung der Informationen. Kein Übertragungsweg ist störungsfrei. Das Nutzsignal wird durch unerwünschte Nebengeräusche überlagert, zum Beispiel durch ein gewisses Grundrauschen. Wird der Abstand zwischen Nutz- und Störsignal zu gering, kann das Signal im Rauschen untergehen. Außerdem werden nicht alle Frequenzen gleich gut übertragen. Im Ergebnis fehlen dann beispielsweise die hohen Frequenzen oder die Tiefen oder beides. Es ist auch möglich, dass das Signal verzerrt werden kann. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo seltene Aufnahmen von einem Kassettenrekorder auf den anderen überspielt wurden. Mit jeder Kopie verschlechterte sich die Qualität immer mehr, weil sich bei analogen Signalen die Fehler bei der Übertragung und Speicherung summieren. Können digitale Signale unverfälscht übertragen werden? Natürlich nicht. Es ist sogar wesentlich schwieriger, rechteckige Impulse sauber zu übertragen, als ein sinusförmiges Signal. Also auch Digitalsignale kommen unter Umständen verrauscht und verformt am Empfänger an. Aber erinnern wir uns. Wir übertragen ja nicht direkt unser Ausgangssignal, sondern nur eine Folge von binären Zahlenwerten. Es kommt also nur darauf an, beim Empfänger eindeutig zwischen den Werten 0 und 1 zu unterscheiden. Gibt man das empfangene Signal auf einen sogenannten Schwellwertschalter, dann interpretiert er alles, was einen bestimmten Wert unterschreitet, als 0. Und er erkennt das, was einen oberen Schwellwert überschreitet, als 1 und schaltet entsprechend seinen Ausgang um. So entsteht wieder ein sauberes Rechtecksignal. Störende Einflüsse auf die Übertragung werden quasi ausgeblendet. Aus dem gleichen Grund lässt sich eine digitale Aufzeichnung praktisch beliebig oft kopieren, ohne Qualitätsverlust. Hier punktet jetzt eindeutig die Digitaltechnik. Aber auch digitale Übertragung hat Grenzen. Wird ein Signal zu schwach, kann der Empfänger keine einzelnen Impulse mehr unterscheiden. Viele werden das schon beim digitalen Radio oder Fernsehen erlebt haben. Das Signal ist exzellent, bis es plötzlich total aussetzt. Ein schwaches Analogsignal ist zwar nicht schön anzusehen, aber man kann immer noch Informationen entnehmen. Beim Digitalfernsehen wäre an diesem Punkt der Bildschirm einfach dunkel. Ein weiteres Problem tritt auf, wenn durch Störimpulse oder beschädigte Datenträger einzelne Bits falsch gelesen werden. Das hört sich erstmal nicht allzu schlimm an, aber Vorsicht! Wenn bei einer 16-Bit-Zahl die erste Stelle falsch ist, wird aus der Zahl 12.647 die 45.415, also ein völlig anderer Wert. Wenn dadurch ein Pixel eines Bildes eine falsche Farbe bekommt, ist das sicher noch nicht dramatisch. Ein Computerprogramm würde jetzt aber abstürzen, da der Prozessor einen falschen Befehl erhält. Es ist deshalb erforderlich, solche Fehler zu erkennen und wenn möglich zu korrigieren. Digitale Daten werden deshalb in Blöcke unterteilt. Aus den Zahlenwerten eines Blockes wird eine Prüfsumme errechnet und mit übertragen. Der Empfänger berechnet aus den erhaltenen Werten ebenfalls die Prüfsumme und vergleicht sie mit der vom Sender errechneten. Stimmen beide überein, war die Übertragung fehlerfrei. Sollte es eine Abweichung geben, wäre die erste Maßnahme, den Datenblock erneut anzufordern. Das passiert beim Lesen von Datenträgern, Disketten, Festplatten oder CDs. Eine andere Methode ist, aus der Differenz der Prüfsumme zu berechnen, welche Bits falsch übertragen wurden und sie zu korrigieren. Diese Fehlerkorrektur funktioniert allerdings nur, wenn die Fehler im Datenstrom nicht allzu umfangreich sind. Ansonsten sind die Daten verloren und nicht mehr rekonstruierbar. Der Inhalt dieser unbrauchbar gewordenen CD ist beim besten Willen nicht mehr zu erkennen.
Natürlich sind auch analoge Aufzeichnungen nicht sicher vor physischer Zerstörung, wie hier beim Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004. Aber es gibt ein viel größeres Problem bei digitalen Daten. Manch einer kennt sowas gar nicht mehr. Eine Diskette. Noch bis zur Jahrtausendwende ein gängiges Speichermedium. Aber wer besitzt noch einen PC mit einem Diskettenlaufwerk? Nehmen wir mal an, es gelingt, die Daten auszulesen. Dann liegen sie wahrscheinlich in einem Dateiformat vor, das heute nicht mehr gängig ist bzw. nicht mehr unterstützt wird. Und selbst wenn ich die Originalsoftware noch besitze, die diese Formate lesen kann, wird sich diese nicht mehr auf den aktuellen Betriebssystemen installieren lassen. Der Datenträger ist physisch noch in Ordnung, aber ohne eine Software, die das Format der Daten entschlüsseln kann, ist das, was auf dieser Diskette gespeichert ist, nur eine nutzlose Ansammlung von Nullen und Einsen. Heute gängige Speichermedien wie USB-Sticks oder Speicherkarten werden wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten durch andere Datenträger ersetzt werden. Auch die CD ist bereits 40 Jahre nach ihrer Einführung als Datenträger längst auf dem Rückzug. Alles, was wir von unseren Vorfahren, von der Geschichte der Menschheit wissen, haben wir alten Funden, überlieferten Dokumenten und Bildern entnommen. Aber was hinterlassen wir unseren Nachfahren als Informationen aus unserer Zeit? All die digitalen Aufzeichnungen, die Ihnen etwas darüber erzählen könnten, wie wir gelebt haben, werden größtenteils unbrauchbar sein. Wir hinterlassen nichts Beständiges. Deshalb wird unsere Zeit vielleicht als das dunkle digitale Zeitalter in die Geschichte eingehen, das so gut wie keine Spuren hinterlassen hat. In ein paar Jahrzehnten wird niemand mehr eine MP3 oder CD abspielen können, aber ein sich drehender Teller und ein einfaches Blatt Papier reichen, um dieser alten Schallplatte Töne zu entlocken. Auch dieses Video wird die Zeit nicht überdauern, wenn es nicht ständig kopiert und in aktuelle Dateiformate konvertiert wird. Aber beim ständigen Umwandeln in neue Datenformate stoßen wir auf ein neues Problem. Um die Datenmengen zu reduzieren, benutzt man verschiedene Komprimierungsverfahren. Manchmal gelingt das ohne Verluste. Dieses Bild ist dafür gut geeignet. Es besteht aus 10x10 Bildpunkten, die obere Hälfte ist weiß, die untere schwarz. Für jeden Bildpunkt speichern wir eine Zahl. Für einen weißen Bildpunkt steht der Wert 255, für schwarz der Wert 0. Der Einfachheit halber benutze ich hier Dezimalzahlen. Insgesamt müssen 100 Zahlen gespeichert werden. Auch wenn es zunächst unglaublich klingt, wir können die gleiche Information auch mit nur 4 Zahlen darstellen. Denn wir können auch sagen, das Bild besteht aus 50 Bildpunkten mit dem Wert 255 und 50 Punkten mit dem Wert 0. In diesen 4 Zahlen steckt die gleiche Information wie in den 100 Byte darüber. Wir haben die Datei auf eine Größe von nur 4% des Originals zusammengeschrumpft, ohne Qualitätsverlust. Diese Art der Kompression funktioniert aber nicht immer so gut. Bei einem Foto mit sehr unterschiedlichen Bildpunkten kann man so kaum etwas erreichen. Man greift deshalb auf andere Kompressionsverfahren zurück, die aber verlustbehaftet sind. Aus einer so behandelten Datei kann man nicht wieder die originalen Daten zurückgewinnen. Es macht deshalb zum Beispiel keinen Sinn, eine MP3-Datei mit einer Datenrate von 128 Kilobyte pro Sekunde in eine Datei mit 256 Kilobyte pro Sekunde umzuwandeln. Die Qualität wird dadurch nicht wieder besser. Wir bekommen nur eine größere Datei. Werden jetzt bereits komprimierte Daten in ein neues Format umgewandelt, welches auch wieder eine verlustbehaftete Kompression verwendet, tritt der gleiche Effekt auf wie bei der analogen Kopie. Die Qualität nimmt immer weiter ab. Bei Bildern kommt noch dazu, dass man die Auflösung nicht verändern sollte, oder wenn, dann nur um ein ganzzahliges Vielfaches. Passen die Raster von Original und Kopie nicht zueinander, entstehen an den Rändern wieder neue Unschärfen. Die Qualität verschlechtert sich, selbst wenn das neue Format eine höhere Auflösung verwendet. Fassen wir zusammen. In puncto Langlebigkeit sind die analogen Medien der Digitaltechnik weit voraus. Diese Höhlenmalereien sind etwa 40.000 Jahre alt. Der Inhalt dieser Diskette ist schon nach 20 Jahren kaum noch verwertbar. Die Bücher aus meiner Bibliothek sind vielleicht schon etwas vergilbt, aber man kann sie noch lange Zeit problemlos lesen und braucht dazu weder technische Hilfsmittel noch eine Stromversorgung.
Das gleiche gilt für die alten Familienfotos. Also vielleicht lest ihr mal wieder ein richtiges Buch oder schreibt den nächsten Liebesbrief mit der Hand, statt als SMS oder E-Mail. Ihr schafft so eine bleibende Erinnerung. In dem Sinne, nehmt euch mal eine digitale Auszeit.